Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir sind hier wieder bei unseren Sims gelandet, bei unserer Westernwelt und heute machen wir uns dran, die Bank aus der Spiele-App dazu zu bauen. Denn unsere ganzen Ladenbesitzer, die haben schon fleißig geackert und haben jetzt wieder was zum Einzahlen und da müssen wir ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben, ne? Und da schaffen wir uns hier einfach mal, ja, wie ich würde sagen, hier diese Bank hin. Und die Bank platziere ich mir einfach mal neben unser Vestubnas. Ich fand, da passt es super hin. Und dann kann man es hier auch am besten abpassen, wie man hier dann auch weiterbaut. Also die Bank bauen wir neben Vestubnas. Und dann gucken wir mal, was brauchen wir eigentlich alles dafür. Für den Start würde ich mal sagen, holen wir uns einfach mal hellgrauen Beton raus. Denn einfach türkise Keramik. Dann holen wir uns auch Fichtenholzstufen, Schwarzeichenholzstufen. Davon nochmal den Block, Treppe wie Tür davon. Dann holen wir uns auch gemeißelte Steinziegelblöcke raus und Fichtenholzblöcke. Wenn wir dann alle Blöcke haben, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Erstmal mit dem hellgrauen Beton. Da ziehen wir uns dann erstmal den Grundriss unserer Bank hin. Ich richte mich so ein bisschen von Vestubnas mal, von der Lage der Bank. Ich mache es jetzt einfach mal auf der gleichen Höhe jetzt hier vorne bei unserer Strebe. Hier setze ich mir dann hier einfach mal rüber auch noch einen Block. Lass mal so zwei Blöcke Platz. Und dann ziehe ich mir jetzt einfach hier erstmal einfach mal gerade nach hinten weg. Und zwar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke erstmal hier nach hinten weg, dann geht es hier zur Seite einmal lang, da setzen wir jetzt noch, ich zähle jetzt den hier vorne mit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so 12 Blöcke denn hier auf der Rückseite und dann machen wir hier vorne noch weitere 7 Blöcke hin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dass es dann mit vorne perfekt zusammen abschließt. So, dann können wir es eigentlich vorne auch noch einmal verbinden, einfach hier gerade alles einmal zuziehen. So, wenn wir das dann erstmal haben, können wir jetzt erstmal das alles hochziehen. Aber Vorsicht, die vordere Schicht hier, also die vordere Reihe ziehen wir nicht mit hoch, die machen wir im Nachhinein, sondern erstmal hier die Seiten. Und da platzieren wir jetzt einfach noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir ja 11 Blöcke, kann man nochmal kurz hier gucken. So, warte, wir haben ja hier unten, na, warte. So, hier unten haben wir 5 und dann gucken wir nochmal, hier oben haben wir auch 5. Super, also insgesamt müssen wir 11 Blöcke hier hochziehen und 10 Blöcke noch raufsetzen. Haben wir denn die Seiten wie die Rückseite schon hochgezogen, machen wir das gleich jetzt auch noch auf der Vorderseite. Hier machen wir es aber nicht komplett hoch, sondern hier platzieren wir noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke rauf, dass wir insgesamt hier eine 5er Höhe haben. Wenn wir das dann hochgezogen haben, machen wir jetzt hier oben die Reihe auch noch zu, aber nur so, dass wir, sag ich mal, ich setze hier einfach mal die Wand einen Block nach vorne und dann können wir das hier eigentlich komplett zuziehen. Wenn wir dann erstmal soweit sind, würde ich sagen, nehmen wir einmal kurz unsere Fichtenholzstufen und können jetzt vorne an unserem Gebäude unsere kleine Terrasse ziehen. Das Ganze machen wir auf eine Dreierlänge nach vorne. Wenn wir das dann soweit haben, nehmen wir einmal wieder unseren hellgrauen Beton zur Hand. Jetzt platzieren wir noch ein paar Pfeiler hin, weil später machen wir ja noch so ein kleines Vordach. Das heißt, wir fliegen an der Seite hin, dass man an der Seite eine Stufe so wie sie ist. Und dann platzieren wir hier erstmal, würde ich mal sagen, 3 Betonblöcke. Dann lassen wir immer 2 Blöcke Platz und setzen hier wieder so eine Betonsäule hin. Das machen wir halt bis zur anderen Seite. Und insgesamt sollten wir dann 4 Säulen haben. Auf den Säulen können wir jetzt schon mal einen gemeißelten Steinziegel raufsetzen, wenn wir schon mal so dabei sind. Danach fliegen wir dann einmal nach oben zu unserer Bank hin und können hier schon mal so ein bisschen den Ansatz für unser Dach ziehen. Da nehmen wir einmal, würde ich sagen, türkise Keramik zur Hand und können hier einfach mal eine Schicht hier oben ringsherum ziehen. Wenn wir dann oben eine Schicht rumgezogen haben mit unserer diesen Keramik setzen wir darauf jetzt nochmal eine hellgraue Betonschicht und darauf dann wieder eine Keramikschicht. Wir bleiben immer noch bei unserer Keramik und fliegen jetzt, würde ich mal sagen, auf der Vorderseite haben wir hier so jeweils einen einzelnen Block hier. Da setzen wir jetzt noch 2 weitere Keramik rauf. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Wenn wir das haben, suchen wir jetzt hier vorne auf der Seite einmal unsere Mitte so ein bisschen. Die wäre eine Zweierbreite. Können wir hier gucken, haben wir hier 4 Blöcke hier? Haben wir 4 Blöcke hier? Wenn das so ist, können wir hier an sich auch eine
ja, 4 Blöcke an sich raufsetzen und darauf machen wir nochmal 2, also wie so eine kleine Pyramide. Jetzt fliegen wir vorne auf unserer Seite unten hin und setzen schon mal unsere Tür rein. Ich würde sagen, da schaffen wir unsere Schwarzeichenholzblöcke. Wir können vorne auch gleich hier gucken bei den Säulen. Das ist schon ein bisschen die Breite unserer Tür. Können wir einfach mal, würde ich sagen, eine Dreierbreite hier reinschlagen. Dann machen wir an den Seiten noch hier die Träger unserer Tür rein. Ja, machen wir das Ganze doch lieber auf 4 Blöcke hoch. So, an die Seiten platzieren wir dann einmal unsere Blöcke. Zack, 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 auf beiden Seiten natürlich. Oben machen wir dann einfach umgedrehte Treppen rein und unten würde ich mal Fichtenholzblöcke empfehlen. So, passen natürlich hier vorne zu unserer Terrasse. Dann können wir die Türen schon einmal reinsetzen. Nach der Tür schnappen wir uns noch einmal unseren hellgrauen Beton. Jetzt fliegen wir hier vorne hin. Wir hatten ja, sag ich mal, hier so ein bisschen was überstehen lassen. Da setzen wir unten, würde ich mal sagen, auf beiden Seiten nochmal 4 weitere Blöcke hin. So, und dann ziehen wir hier die innenliegende Seite noch einmal bis ganz nach oben. An den Seiten jetzt hier vorne platzieren wir jeweils hier in den Ecken auch nochmal einen weiteren Betonblock. Wenn wir das dann erstmal soweit haben, können wir uns einmal unsere Schwarzeichenholzstufen schnappen und jetzt ziehen wir uns schon mal so ein bisschen die Fenster rein. Wir fangen auf der Vorderseite an, ich würde sagen unten neben der Tür, können wir so ein bisschen gucken. Wir haben jetzt hier eine Zweier, naja, an sich eine Vierer Breite, also schlagen wir in der Mitte hier bei der Zweierbreite einfach mal so ein Fenster rein. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von 3 Blöcken und platzieren unten wie oben ein paar Stufen. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Hier haben wir die Mitte, machen einfach hier so ein Dreierfenster rein. Zack. Und dann setzen wir unten und oben die Stufen hin. Dann begeben wir uns einmal an die Seite unserer Bank. Hier machen wir auch nochmal 2 Fenster hin. Wir achten einfach mal hier unten drauf. Hier suchen wir erstmal so ein bisschen die Mitte. Das heißt, dass wir an den Seiten jeweils 3 Blöcke noch Platz haben und können ja auch wieder so eine Dreier großes Fenster reinhauen. Machen wir einmal und dann machen wir es noch einmal. Wir lassen hier einen Abstand von 3 Blöcke und können hier auch nochmal so ein Dreierfenster reinhauen. Haben wir dann auf der anderen Seite auch nochmal ein paar Fenster uns platziert. Da musst du mal gucken, wie du das Ganze setzt. Vielleicht setzt du dir das Gebäude auch an ein anderes Gebäude ran. Da brauchst du natürlich keine Fenster machen. Kommt halt immer drauf an, wie du das Ganze setzt. Aber ansonsten machen wir noch vorne noch ein paar weitere Fenster hin. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ein Dreierfenster hier so ein bisschen hin, dass wir unten und oben nochmal eine weitere Betonschicht haben. In der Mitte machen wir dann hier auf der gleichen Höhe auch nochmal eins und auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. So, jetzt können wir noch die Stufen platzieren. So, jetzt haben wir die Vorderseite und die Seiten fertig. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir auf der Rückseite? Auf der Rückseite weiß ich noch nicht genau, ob man da Fenster sich platzieren muss. Da kommt es halt drauf an, wie man sich das Ganze einrichtet. Von der Spiel-App haben wir nichts vorgegeben, wie es auf der Rückseite aussieht. Also können wir da unsere Fantasie freien Lauf lassen. Wir schnappen uns noch einmal unseren Fichtenholzblock und fliegen einmal oben hin zu unserer kleinen Pyramide, die wir hatten. Da platzieren wir jetzt einfach mal noch ein paar Fichtenholzblöcke vorne rauf. Ich würde mal sagen, auf eine 2er Höhe insgesamt. Und dann setzen wir unten wie oben noch eine weitere Stufenschicht hin. Das ist am Ende natürlich unser Schild, wo dann natürlich dann die Bank draufsteht. Dann kann man erstmal das Blockmaterial wegtun und wieder an die Kiste rangehen. Und dann holen wir uns hier die nächste Reihe raus. Zum Weiterbauen holen wir uns einmal steinzige Treppen raus. Davon nochmal die Stufe, denn Steinstufen an sich. Dann holen wir uns ein paar Pannas raus, natürlich da, wo denn die Bank draufsteht. Dann holen wir uns nochmal Glasblöcke raus. Ich denke mal, für die Bank nehme ich diesmal hellblaue Glasblöcke. Kannst auch andere nehmen, halt immer welche Farbe dir am liebsten ist. So, und zum Schluss holen wir uns auch graue Keramik für unser Dach. Und wenn wir da das ganze Blockmaterial haben, würde ich sagen, nehmen wir gleich mal los. Ich setze mir erstmal die Banners hin, dann haben wir das Größte schon mal weg. Und wenn du nicht weißt, wie man sich Banners craftet, ich verlinke dir nochmal in der Videobeschreibung ein kleines Tutorial, wo ich das ganze Alphabet erkläre, falls dir ein Buchstabe nicht mehr im Kopf ist, den man sich craften sollte. So, dann würde ich sagen, verballern wir auch gleich die Glasblöcke. Die hauen wir natürlich hier einmal bei unseren Fenstern rein. Einfach dahinter einfach mal die einfach gleich ranklemmen. Sieht auch gleich schon viel ordentlicher aus, wenn die Fenster alle schon mit Glas wieder bestückt sind. Und wenn wir das geschafft haben, können wir auch gleich schon mal unser Dach hier ziehen. Nehmen wir uns immer unsere graue Keramik zur Hand. Und dann würde ich sagen, setzen wir das Ganze hier auf der grauen Betonschicht einmal hin und können das Ganze hier zuziehen. Weiter geht es dann erstmal, würde ich sagen, mit den Steinziegel-Treppenstufen, ne? Dass wir die erstmal zerballern. So, dann nehmen wir einmal die Steinstufen zuerst und fliegen unten einmal hin. Wir platzieren jetzt hier, würde ich mal sagen, auf der Ebene unseres Fensters kann man sagen, hier einfach mal unsere Steinstufenschicht. Damit können wir die ganzen Steinpfeiler, Säulen, wie man es mal gerne nennen möchte, einmal miteinander verbinden. Und wenn wir das Ganze haben,
Würde ich mal sagen, machen wir hier gleich auch noch eine weitere Schicht. Ich mache mal so, dass es einfach über unserem Fenster ist, nur dass wir das nicht so ein bisschen zubauen sollten, das Fenster. Ne? Machen wir jetzt einfach hier eine Schicht weiter rüber. Noch eine Steinstufenschicht. Ne? Sieht von unten jeweils so aus. Und dann schnappen wir unsere Steinziegeltreppen erstmal und können hier das Dach ziehen. So, da fällt mir jetzt auf, uns fehlt ja noch was. Und zwar brauchen wir nochmal einmal kurz, was lösche ich hier kurz, graue Keramik lösche ich mir für grauen Beton. Denn an den Seiten hier, wo wir die Treppen jetzt platzieren, können wir den grauen Beton einmal platzieren. Ich zeige es nochmal auf der anderen Seite. Wir machen jetzt erstmal hier die Treppen an den Seiten hin und hier haben wir natürlich dann diese freie Fläche. Da setzen wir einfach hellgrauen Beton nochmal. So, dann können wir hier vorne das einfach mal alles miteinander verbinden. Zack, und hier nochmal, geht relativ fix. Dann nehmen wir nochmal unsere Steinstufen und können jetzt hier oben auf den überstehenden Beton nochmal eine Stufenschicht einfach mal hier platzieren. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Wir sind aber lang noch nicht fertig. Weiter geht's jetzt hier oben mit unserem Dach. Wir müssen hier noch ein bisschen, sag ich mal, ein paar optische Schönheitsmerkmale noch reinzimmern. Da würde ich sagen, fangen wir an den Seiten an, wo wir hier diese einzelnen Keramikblöcke hatten. Platzieren an der Seite würde ich mal erstmal sagen, so ein Steinziegelblock an sich. Da mache ich mir hier an sich so noch Treppen hin und ganz oben eine Stufe. Dann verbinde ich mir das Ganze hier vorne einfach mal noch mit Stufen. Und so sollte es dann eventuell aussehen. Das machen wir nochmal synchron auf der anderen Seite, damit es bei uns auch fest sitzt. So, an den Seiten machen wir erstmal hier einen Block hin. Darauf dann einfach mal zwei Treppen. Oben eine Stufe hin. Und mit den Stufen verbinden wir hier unten das nochmal. Super. So, jetzt gehe ich hier langsam zum Schild der Bank. Da machen wir einfach mal hier erstmal eine Stufe hin. Und dann können wir mit den Treppen hier erstmal unsere Pyramide bestücken. Zack, auf der anderen Seite geht es dann runter. Hier machen wir dann einfach noch eine Stufe hin, damit das hier wieder verbunden ist. Super. So, ansonsten können wir jetzt hier hinten überall drauf noch ein paar Stufen platzieren. Und dann wären wir damit auch wieder fertig. So sieht jetzt unsere Bank aus. Sie ist fertig. Jetzt kann man sie natürlich einrichten. Da ist die Frage, könnte man ja auch vielleicht so machen, dass da irgendwie so ein kleiner Banküberfall passiert, dass hinten vielleicht was aufgebrochen wird und sowas. Und dann sind da schon ein paar mit einer Kutsche und laden da alles auf. Ah, da könnte man einiges anstellen. Mal gucken, was sie mir da einfallen lassen. Ansonsten, ich glaube, ich habe noch etwas in der Kiste. Gucken wir nochmal rein. Und zwar, wir haben ja die Gerüste noch bekommen, jetzt im letzten Update. Da kann man jetzt natürlich auf der Rückseite, wenn man das machen möchte, ist nur so ein Vorschlag, kann man ja auch machen, dass die Bank vielleicht ja wirklich irgendwie schon mal aufgebrochen wurde und da ist jetzt wieder Reparaturarbeiten. Dann könnte man sich ja hier vielleicht auch ein kleines Gerüst bauen. So, aber da weiß ich selber noch nicht, wie ich das machen möchte. Da gucke ich mal, lass mir ein bisschen Zeit und dann zimmere ich mir vielleicht hier was. Naja, alles so ein paar kleine Ideen, die man machen kann. Auch zum Einrichten kann man das ja immer gerne nehmen. Mir ist auch hier kurz beim Rumfliegen aufgefallen. Ich habe was vergessen. Und zwar, wir schnappen uns nochmal eine steinzige Treppe. Könnt ihr einfach hier vom Dach mal schnell euch mopsen. Und dann platziere ich mir jetzt einfach mal, würde ich mal so sagen, hier vorne oben bei den Säulen. Muss man nicht machen, kann man machen. Also beim Original ist da auch so ein bisschen was. Sag ich mal, so eine kleine optische Verzierung. Oh, mit Treppen, ich glaube, umgedreht sieht das besser aus. Dann kann man sich hier noch ein bisschen hinsetzen. Ist halt Geschmackssache oder lässt es einfach mit Beton, wie du es halt gerne dir bauen möchtest. Na gut, so, das ist jetzt die Bank. Ich werde mich ranmachen, das Ganze einzurichten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns denn zur nächsten Folge wieder. Gucken mal, was wir hier daneben hinbauen. Und dann gucken wir mal, ob wir auch was bei der Bank einzahlen können oder abheben können, ne? Ja, ansonsten stelle ich mich hier vorne safety hin. Und dann hören wir uns, sehen uns zur nächsten Folge. Also, haust rein und tschüss.